Hallo an alle da draußen. Heute habe ich ein neues Tutorial für euch. Und zwar habe ich eine Vintage-Box gestaltet und ich möchte euch gerne zeigen, wie ich das gemacht habe und was ich dafür verwendet habe. Viel Spaß beim Zuschauen. Ich habe hier so eine Pappbox oder Cardbox. Von La Blanche, die hatte ich mal, die gab es mal in so einem Fünfer-Set. Da waren mehrere Größen und diese hier hatte ich jetzt noch übrig. Und die hatte ich schon vor einiger Zeit mit weißer Acrylfarbe von außen bestrichen. Aber da ich noch nicht so richtig wusste, was ich damit machen soll, habe ich die halt liegen lassen und jetzt kam die mir hier ziemlich passend. Ich klebe hier Malerkrepp auf, immer im Abstand 1 zu 1, also einen Streifen aufkleben, dann einen Streifen sozusagen freilassen und dann den nächsten Streifen wieder aufkleben. Als Maß nehme ich mir dann immer zwei kleine Streifen, die ich da oben und unten anklebe, damit ich dann halt weiß, wo ich den nächsten Streifen aufkleben muss, damit der Abstand dann halt immer der gleiche ist. Ich hatte jetzt keine Lust, das mit Lineal und Bleistift alles akribisch abzumessen. Man kann sich auch so behelfen, also als Platzhalter dann halt ein kleines Stück von dem Band oben und unten und dann kann man das gerade das nächste Stück aufkleben. Ja, jetzt habe ich das hier ringsrum damit beklebt und das streiche ich jetzt erst einmal alles an und zwar mit der Deco Soft Farbe Graphitgrau von Pentart. Dafür verwende ich hier so eine kleine Schaumstoffrolle. Das macht sich in diesem Fall ganz gut. Man sieht dann auch keine Pinselstriche und kann da ziemlich genau mit der Rolle alles schön überstreichen. Damit streiche ich jetzt halt oder rolle ich die gesamte Box erst einmal ein und dann lasse ich das alles gut trocknen. Wichtig ist, dass man natürlich die freigelassenen Streifen sehr gründlich mit Farbe einrollt oder anstreicht, wie immer man das auch macht. Man kann es ja auch mit einem Pinsel machen. Ja, auf den Klebeband muss es jetzt natürlich nicht deckend sein, aber die freigelassenen Streifen sollten schon gut angestrichen sein. Den Deckel rolle ich auch mit dieser Farbe ein. Also die Box hat auch einen Deckel, die kann man dann schließen und den Deckel gestalte ich auch in dieser grauen Farbe. Der Vorteil bei diesen Rollen ist, dass man im Prinzip einen komplett gleichmäßigen Farbauftrag hat. Also dann kommt auch nicht zu viel und nicht zu wenig Farbe auf den Untergrund und da das ja eine Pappbox ist, möchte ich auch nicht, dass die mir aufweicht, dass ich dann zu viel Farbe habe und sich das dann irgendwie auflöst. Deswegen habe ich mich hier in dem Fall für diese Rolle entschieden. Ja, auch mir passieren mal ein paar Missgeschicke. Jetzt ist mir das umgekippt, aber das ist nicht schlimm. Ist nichts passiert. Auch die Seiten natürlich nicht vergessen, also diese Seitenteile des Deckels mit Farbe bestreichen. Nochmal etwas Farbe nachtanken, die hat dann doch nicht gereicht. Ja, ich finde diese kleinen Farbrollen sehr praktisch, also das hat sich sehr gut machen lassen. Ich kann euch gar nicht sagen, wo ich die jetzt her habe. Ich habe gerade überlegt, wo ich die mal gekauft habe, aber ich weiß es tatsächlich nicht mehr. Kann ich euch jetzt auch nicht sagen, ob ich die online bestellt habe. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Tut mir leid.
Ja, in der Mitte habe ich auf dem Deckel, habt ihr gesehen, etwas Platz gelassen. Also das habe ich nicht komplett angestrichen. Da kommt dann später noch etwas anderes hin. So, das ist jetzt alles gut getrocknet und jetzt löse ich dieses Malerkrepp ab. Sehr vorsichtig, dass man da nicht die Farbe mit herunterreißt. Aber dadurch, dass die so dünn aufgetragen ist, ist da relativ wenig Gefahr, dass man sich diese Farbe gleich wieder mit herunterreißt. Da habe ich schon dann eher die Pappe mit runtergerissen, aber das ist nicht so schlimm. Also das klebt ja dann doch ziemlich kräftig und diese Pappbox ist dann doch nicht so stabil. Vielleicht hätte ich es vorher lackieren sollen, aber ja, an manchen Stellen kam dann so ein bisschen von dieser oberen Schicht der Pappe mit runter. Da sieht man das, ja, aber nicht so schlimm. Das wird im Nachhinein ausgebessert. So, jetzt habe ich die ganzen grauen Streifen mit diesem Klebeband überklebt und verwende jetzt eine zweite Farbe. In dem Fall ist das auch eine Deco-Soft-Farbe von Pentart und zwar im Farbton Natural Rose, also natürliche Rose. Und damit wiederhole ich jetzt dieses ganze Prozedere, rollere wieder überall drüber weg und auf diesen weißen Streifen besonders akkurat. Ja, das war so ein bisschen das Feeling, wie wenn man seine Wohnung renoviert mit solcher Farbrolle. Habe ich mich irgendwie, ist mir dann wieder eingefallen, dass ich das mal wieder tun müsste. So, jetzt auch diese Klebestreifen dann abziehen und dann hat man halt dieses zweifarbige Streifenmuster, auch ganz vorsichtig. Natürlich vorher diese Farbe auch trocknen lassen, richtig gut, ja. Das kann man nicht im nassen Zustand machen, das geht schief. Das muss alles immer gut trocknen, bevor man diese Klebestreifen dann wieder ablöst. So, jetzt kümmere ich mich um den freigelassenen Fleck auf dem Deckel. Den streiche ich jetzt mit einer weißen Kreidefarbe ein, Antikweiß. Das muss jetzt nicht 100% decken. Beim ersten Anstrich deckt das sowieso nicht 100%, dadurch, dass da auch noch diese graue Farbe drunter ist. Aber was wollte ich jetzt sagen? Also es muss nicht 100% decken, denn da kommt dann später noch eine zweite Farbschicht drüber weg, nachdem das dann gut getrocknet ist. Das sieht jetzt erstmal ein bisschen abenteuerlich aus, so als ob, was soll denn das sein? Wie so eine Amöbe, aber ich denke mir dann immer irgendwas aus und dann, ja, brauche ich ja nicht direkt alles mit weißer Farbe einstreichen. Man will ja immer sparen. Und zwar verwende ich jetzt hier nochmal ein Paint-Inlay. In diesem Fall ist das von IOD. Daher trage ich jetzt, nachdem die Farbe getrocknet ist, nochmal eine zweite Farbschicht auf. Die muss dann aber nass sein, also gut feucht. Daher etwas dicker ruhig auftragen, damit die nicht gleich wieder trocknet. Kreidefarbe trocknet ja relativ schnell. Das muss jetzt in dem Fall also feucht sein, die Farbe. Jetzt sprühe ich dieses Paint-Inlay also auf der Farbseite, wo die Farbe aufgedruckt ist, auf dieses Pergament, sprühe ich mit Wasser ein. Und dann lege ich das mit der Farbseite nach unten in diese
feuchte weiße Kreidefarbe und drücke das mit einem kleinen Tuch schön an, dass die richtig gut Kontakt hat. Sprühe es auch nochmal ein, dass die Farbe gut aktiviert wird, die sich auf diesem Pergament befindet. Die wird nur aktiviert, wenn sie befeuchtet ist, ja. So, und das lasse ich jetzt trocknen. In der Zwischenzeit mache ich mir jetzt hier so ein Label. Das ist ja irgendein China-Produkt, wahrscheinlich mal auch irgendwo nachgemacht. Ich weiß es nicht. Ich habe das schon ewig, hatte ich mir mal bei Amazon bestellt. Da gibt es natürlich auch solche nachgemachten Sachen. Also da ist man nicht davor geschützt. Aber ja, gut, man sagt, Unwissenheit schützt vor Strafe nicht, ja. Aber in dem Fall, wo ich mir das damals gekauft hatte, war ich wirklich noch sehr unerfahren, was Bastelangelegenheiten betrifft. Und da werde ich wahrscheinlich das eine oder andere nachgemachte Produkt erstanden haben. Diese Form hier ist von Redesign und ja, da ist so ein kleiner Engel drauf. Ich kann euch jetzt auch nicht sagen, wie die heißt. Ich schreibe mir das nie auf. Ich schmeiße dann die Verpackung irgendwann weg und dann weiß ich nicht mehr, wie diese Silikonform heißt. Die haben ja eigentlich immer einen Namen, aber ja, das kommt bei mir an, dann fliegt das in den Müll und dann lege ich diese Silikonform in mein Sammelsurium. Ja, wer sich jetzt halt dafür interessiert, müsste dann mal schauen. Da ist im unteren Bereich diese Girlande. Die forme ich jetzt dreimal aus. Das war natürlich auch etwas tricky, da die sehr filigran ist. Aber mit den nötigen Hilfsmitteln hat es ganz gut funktioniert. Man muss es halt gut hier mit Speisestärke einstreichen. Ja, und jetzt habe ich diese Girlande dreimal ausgeformt. Die liegt da, aber das sieht man jetzt nicht so gut, weil das weiß auf weiß. Und jetzt verwende ich noch die restlichen Ornamente auf dieser Silikonform. Das sind rechts und links diese kleinen Blumenornamente und im oberen Bereich dieser kleine Engel. Ja, da habe ich mir jetzt hier so einen Schaschlikspieß zu Hilfe genommen, um das etwas rauszuhebeln, weil das doch halt wirklich durch diese filigranen Sachen nicht so gut funktioniert hat mit dem Rausdrücken oder Rauslösen aus der Form. Aber mit dem Schaschlikspieß konnte ich das Problem auch anpacken. Das macht sich dann wahrscheinlich auch besser, wenn man Resin verwendet, dann bei solchen filigranen Sachen. Das funktioniert dann besser. Aber wie ihr wisst, bin ich ein Verfechter von lufttrocknender Modelliermasse und verwende Resin wirklich nur dann, wenn es irgendwie nicht anders geht. Ja. Also man erzielt damit genauso gute Ergebnisse, es macht sich halt nur etwas schwieriger. So, das Ganze lackiere ich jetzt erstmal mit diesem Soft-Touch-Lack von PentArt, die gesamte Box, damit ich die dann später weiter gestalten kann. Und kleine Fehlerchen, die jetzt beim weiteren Bearbeiten entstehen, kann ich dann natürlich mit einem Lappen gut wegwischen, wenn ich das vorher lackiert habe. Wenn ich das nicht lackiere, dann lässt sich diese Farbe, die dann da eventuell durch ein Missgeschick an die falsche Stelle kommt, nicht mehr so gut entfernen. Deswegen lackiere ich das und lasse das dann auch erstmal wieder trocknen. So, dieses Paint-Inlay ist jetzt getrocknet. Das habe ich auch nicht beschleunigt, diesen Trockenprozess. Das darf man nicht. Das muss man an der Luft trocknen lassen oder halt an der Heizung. Nicht etwa mit einem Föhn trocknen. Man sieht das da, wenn es trocken ist, wenn das dann so blass wird. Ja, wenn das Papier trocken ist und die Farbe wird blass, dann sprüht man das mit Wasser wieder ein, dass es feucht wird. Lässt das dann eine Minute circa einwirken, dass das Papier sich schön vollsaugt und dann kann man das an einer Ecke vorsichtig anfassen und dann schön langsam und gewissenhaft herunterziehen. Und dann sieht man ja, hat sich die Farbe praktisch auf diese weiße Kreidefarbe übertragen.
Jetzt klebe ich nach und nach diese ausgeformten Ornamente rings um meine Box. Dafür verwende ich diesen Expresskleber von PentArt, der wirklich gut klebt. Streiche ich auch mit einem Pinsel schön ein auf diese ganzen kleinen filigranen Spitzen, die sich hier an diesem Ornament befinden. Hat sich ein kleiner Pinsel als hilfreich erwiesen. Ja, und die klebe ich jetzt hier ringsrum an. Schiebe das noch etwas hin und her, dass es gut drauf passt. Und ja, den verwischten oder verschmierten Kleber, den wische ich jetzt hier mit einem feuchten Babytuch gleich ab. Dadurch, dass das vorher lackiert wurde, macht sich das natürlich auch gut. Also insgesamt sämtliche Ornamente und auch hier diesen Engel klebe ich jetzt ringsrum auf. Da muss man auch etwas vorsichtig sein, dass ein das dann nicht zerreißt, weil das ja diese Modelliermasse ist ja noch feucht, die ist ja nicht getrocknet. Wenn sie getrocknet wäre, dann hätte ich sie nicht mehr biegen können. Deswegen klebt man das dann im feuchten Zustand auf. Und auch dieses kleine Label, was ich da aus dieser einen Form heraus geformt habe, klebe ich jetzt mir da in dem vorderen Bereich. Auf die Frontseite sozusagen dieser kleinen Box. Und auch hier die Klebstoffreste gleich entfernen. Wenn das erst angetrocknet ist, dann funktioniert das natürlich nicht mehr. Ja, jetzt streiche ich erstmal die Innenseite dieser Pappbox noch mit dieser Natural Rose Farbe ein, weil ich das nicht mag, wenn das dann innen drin so bräunlich oder braun ist. Das wirkt dann da nicht authentisch, ja, deswegen gestalte ich die Box natürlich auch von innen. Das gefällt mir persönlich besser. Es macht zwar dann auch etwas mehr Arbeit und man braucht mehr Farbe, aber ja, wenn man das schon macht, dann sollte man das auch komplett anstreichen. Das ist jetzt auch getrocknet und jetzt verwende ich hier noch diese dritte Silikonform und zwar ist die von IOD, die Denti Flourishes. Also den Namen weiß ich, den habe ich mir gemerkt. Die verwende ich auch sehr oft, deswegen vergesse ich das auch nicht. Und da forme ich mir jetzt diese zwei länglichen oder die zwei längsten Swirls aus. Ja, das funktioniert bei dieser IOD-Form wirklich am allerbesten, wenn man das mit den Fingern macht, weil die so einen richtig schönen festen Rand haben. Da kann man diese Modelliermasse wunderbar abstreichen. Da braucht man dann auch keinen Spachtel oder so. Und die klebe ich jetzt hier rings um dieses Paint-Inlay auf, dass diese überstehende weiße Farbe darunter verschwindet. Jetzt habe ich mir diese Graphitgraufarbe mit etwas Weißgrau oder Beige, Hellgrau gemischt, dass die etwas heller ist und damit bestreiche ich jetzt die ganzen Ornamente. Und das war dann natürlich auch eine Fleißarbeit und so genau kann man das dann gar nicht anstreichen, da kommt dann natürlich unwillkürlich Farbe auf den Rest der Box und deswegen habe ich die auch vorher lackiert, dass ich das dann direkt entfernen kann mit dem Lappen, dass sich das da nicht erst festtrocknet oder in die drunter liegende Farbe einzieht und das würde dann auch direkt in die drunter liegende Farbe einziehen, wenn ich es nicht lackiert hätte. Ja, das habe ich jetzt alles angestrichen ringsherum. Und lasse auch das
jetzt wieder gut trocknen. Am besten über Nacht. So, die Unterseite und den Deckel habe ich auch grau angestrichen. Und jetzt tupfe ich mit einem Küchenschwamm an den Rändern der Box, also unten, wo praktisch der Boden ist, an den Kanten und dann an den seitlichen Kanten und auch oben tupfe ich etwas von dieser grauen angemischten Farbe als, ja, wie so eine Art Schatten ringsherum auf. Ja, ich möchte das in einer bestimmten Optik haben und dafür benötige ich oder verwende ich halt jetzt hier diese graue Farbe, die ich ringsherum wie so ein Nebel oder wie ein Schatten, ja, oder Schmutzrand auftupfe. Das macht sich mit so einem Küchenschwamm natürlich richtig gut. So, das trocknet jetzt und jetzt streiche ich dieses Paint Inlay mit klarem Wachs ein, farblosen Wachs, Möbelwachs. Und den überschüssigen Wachs, damit kann man das halt dann sozusagen schützen, ja, dass sich das dann später nicht mehr entfernen lässt, dass das halt, der Wachs hat fast dieselbe Funktion wie ein, oder nicht fast, er hat dieselbe Funktion wie eine Lackschicht. Da man aber dieses Paint Inlay nicht direkt lackieren kann, sondern das muss man erstmal mit einer Lackwassermischung einsprühen, damit die Farbe nicht verwischt. Und das wollte ich halt hier in diesem Fall nicht, weil wenn ich das eingesprüht hätte, wäre dieser Lack dann auch rechts und links über diesen Bereich hinweggekommen und hätte mir die graue Farbe, dann hätte ich da lauter Lackspritzer drauf und das wollte ich nicht und deswegen habe ich in dem Fall das mit Wachs eingepinselt. Ja, so diese Ornamente streiche ich jetzt mit dieser Naturrosenfarbe ein. Jetzt sage ich es mal auf Deutsch. Brech mir eh die Zunge, wenn ich es auf Englisch spreche. Natural Rose, das ist wirklich ein Zungenbrecher. So, ja, das streiche ich jetzt hier erstmal alles, diese Ornamente damit ein. Also ich wollte das jetzt nicht grau auf grau, deswegen habe ich hier in dem Fall diese andere Farbe verwendet, ja, dass sich das etwas abhebt. Wobei diese Ornamente dann im späteren Verlauf sowieso noch weiter gestaltet werden. Also das ist jetzt ja noch nicht der endgültige Stand. Da folgen noch einige Arbeitsschritte. Aber erst einmal wird das mit dieser Farbe angestrichen. So, das ist jetzt fertig. Ringsherum wird auch wieder schön trocknen gelassen. Und jetzt ist es trocken. Und jetzt verwende ich dieses Antik-Gingel von PentArt in der Farbe Schwarz. Und damit streiche ich jetzt diese Ornamente ein und wische das dann direkt mit einem feuchten Schwammtuch wieder ab, sodass das Antik-Gingel wirklich nur in den Vertiefungen hängen bleibt. Mit dem Rest der Farbe, die im Schwamm ist, tupfe ich über diesen Deckel, dass dann so eine Textur entsteht. So ein bisschen wolkig, ja. Und streiche das halt jetzt alles, die ganzen Ornamente damit ein und wische die Überstände direkt wieder ab, sodass dieses schwarze Antik-Gingel nur in den Vertiefungen hängen bleibt. Ich habe mich in dem Fall für das Antik-Gingel entschieden und nicht für das Lasurgel, da ich eine matte Oberfläche wollte und das Lasurgel trocknet glänzend auf und das wollte ich nicht. Und deswegen das Antik-Gingel. Ja, und jetzt auch hier ringsherum. Diese Ornamente gestalte ich genauso. Die werden jetzt eingestrichen mit Antik-Gingel und direkt wieder abgewischt. Dann tritt schon diese gewisse Plastizität zum Vorschein. Ja, das sieht man jetzt schon. Jetzt hebt sich das natürlich schön dreidimensional ab. Sieht man dann immer schon gut, wenn man so ein Medium verwendet, was sich dann in diese Vertiefungen setzt. Die Gestaltung ist aber noch nicht an ihrem Ende angelangt, das geht dann noch weiter. Das ist jetzt erstmal der erste Schritt. Auch dieses Label
streiche ich damit ein und wische das wieder ab. Und hier tupfe ich das natürlich nicht auf die Box. Das wollte ich hier nicht. Das wollte ich nur am Deckel haben. Deswegen wische ich alles, was drüber weggeht, auch mit dem Schwamm gleich wieder sauber. So, das habe ich jetzt ringsrum damit auch eingestrichen. Lasse das dann gut trocknen. Jetzt verwende ich dieses auch antiken Gel in der Farbe Umbra. Und da mache ich mich jetzt wieder über diese Ränder her. Und zwar streiche ich jetzt, ich hatte erst einen Pinsel verwendet, aber im späteren Verlauf nehme ich dann doch den Schwamm. Mit dem Pinsel ging das nicht so gut. Das sieht dann so akkurat aus und das mag ich nicht. Ja, und das tupfe ich dann auch wieder ab, dass dann nur so ein Hauch von diesem Braun, also Umbra ist ja so eine Art Braun, ja. Das sieht dann so aus, wie als wenn das schmutzig ist. Und damit tupfe ich jetzt halt auch wieder ringsherum. Überall, wo Ecken und Kanten sind, tupfe ich das auf diese Box dann auf. Ja, mit dem Schwamm ging das besser. Das sieht dann ja natürlicher aus und nicht so gepinselt halt, ja. Das natürlich an allen vier Seiten. So, das ist jetzt ringsherum, habe ich das dann so gemacht. Immer unten an der Kante und rechts, links und oben. Überall halt, wo diese Kanten sind an der Box. So, jetzt pinsele ich noch mit diesem braunen Wachs drüber, dass das nicht so ganz so weiß aussieht. Ja, da gibt es ja auch Möbelwachs braun, das habe ich jetzt da noch drüber gestrichen. Und dann auch wieder mit einem Mikrofasertuch die Reste abgewischt. Jetzt setze ich die Drybrush-Technik ein. Dafür verwende ich diese Elfenbein-Deko-Soft-Farbe von PentArt. Also wie gehabt, wer es jetzt noch nicht weiß, wie das funktioniert, man macht dann etwas Farbe an einen Pinsel und den streicht man dann vorher auf einem Stück Papier wieder aus, sodass der fast trocken ist. Und mit diesem fast trockenen Pinsel, mit dem ganz kleinen Rest Farbe, der dann da noch in dem Pinsel drin ist, nur noch eine Spur, geht man dann ganz leicht über diese Ornamente drüber und das nennt sich halt Drybrushen, ja. Also trocken pinseln im Prinzip auf Deutsch. Und da gehe ich jetzt überall, wo Ornamente sind, drüber weg. Dadurch werden die noch plastischer. Sämtliche Details treten dann noch mehr zum Vorschein. Auch dieser kleine Engel hier natürlich. Das wird alles insgesamt in der gleichen Technik gestaltet. Das macht eigentlich auch immer Spaß, dieses Drybrushen mache ich gerne. Es ist immer so ein bisschen wie Zauberei. Plötzlich sieht man sämtliche Details, die man vorher nicht gesehen hat, wenn man da mit dieser weißen Farbschicht drüber geht. Jetzt helle ich diesen Deckel noch etwas auf, auch in der Drybrush-Technik. Also ich gehe dann halt mit dem Pinsel ganz leicht nochmal über diese, ja, was ich vorher da halt mit dem antiken Gel aufgetupft habe, das helle ich damit jetzt nochmal etwas auf. Es war mir dann doch etwas zu dunkel. Und das ist ja jetzt hier auch nur wirklich eine Spur von Farbe, die ich da drauf bringe, ja. Das wird dann nicht weiß, das wird dann halt so wie so, ja, wie so eine Nebelschicht. Nur so eine Spur von Farbe halt. Aber optisch erscheint es dann halt etwas heller als vorher. Ja, auch am Rand, also an den Seiten des Deckels. Jetzt habe ich mir Pigmentfix
genommen und da mische ich mir jetzt ein paar Farbpigmente an. Und zwar sind das welche von Stamperia. Ich glaube Umbra. Ja, Umbra. Metallic Umbra, so in der Art. Ja, also es hat einen metallischen Effekt. Das mische ich mir mit dem Pigmentfix an und trage das dann mit einem Schwamm. Das geht immer am besten, wenn man das dann mit einem Schwamm aufträgt, dann kommt nicht zu viel von den Pigmenten. Und da gehe ich jetzt halt überall, was Ornamente sind, drüber weg. Ja. Dadurch entsteht jetzt hier noch mehr Tiefeneffekt. Also ich trage das jetzt nicht super deckend auf, sondern gehe wirklich nur ganz leicht darüber, dass auch von den unteren Farbschichten, die ich zuvor aufgetragen habe, noch etwas zu sehen ist. Die Ränder wische ich jetzt auch noch mal mit diesem Pigmentfix ab oder drüber, dass die auch, ja, hier sieht man das noch mal, überall, wo praktisch Kanten sind, ziehe ich mit dem Schwamm einmal so leicht drüber. Jetzt nehme ich nochmal meine Trockenwischtechnik zur Hilfe und umrande oder mache an die oberen und unteren Bereiche, wo ich diese Ornamente aufgeklebt habe, so eine Art Wolkenschicht, also wie so ein heller Schatten, ja. Also ringsherum um dieses Ornament drybrushe ich das jetzt etwas, aber wirklich nur hauchdünn, dass das optisch nach vorne tritt. Ja, durch diese helle Umrandung tritt das Ornament optisch nach vorn. Jetzt wird alles nochmals lackiert mit diesem Soft-Touch-Lack von PentArt. Damit sämtliche Farbschichten, die ich hier aufgetragen habe, jetzt auch gut geschützt sind. Ja, die finale Lackschicht ist immer wichtig und dieser Soft-Touch-Lack von PentArt, der wird dann halt richtig schön matt. Also das ist wirklich ein sehr, und der kriegt auch bekommt so eine ganz samtige Oberfläche, wenn der dann getrocknet ist. Das fässt sich an wie Wachs, wie Möbelwachs fässt sich dieser Lack an. Also ich habe den richtig gerne und es wird eben schön, ein schöner matter Effekt entsteht da. Ja, und da streiche ich jetzt auch den Rest der Box damit natürlich ein, nicht nur den Deckel. Jetzt habe ich hier noch diese Vintage-Paste von Stamperia und da gehe ich jetzt auch noch mal um dieses Ornament drumherum, um einen sogenannten, ja, Schmutzrand zu erzeugen. Auch nur leicht, ja. Wenn man so eine Art solche Art von Vintage Dekorationen bastelt oder gestaltet, dann sind solche Details natürlich wichtig. Diese Box, wenn die Vintage ist, ist die also auch alt und dadurch hat sich natürlich auch Schmutz im Laufe der Jahre angesammelt und das wird jetzt hier mit dieser Vintage-Paste so sozusagen nachgeahmt oder nachgestaltet, ja. So, jetzt klebe ich rings um den Deckel noch diese Schmuckkordel auf in einer passenden Farbgebung, also diese hier ist so Alt-Rosé. Und die klebe ich jetzt hier ringsum an den Deckel mit Heißkleber.
Und dieses Alt-Rosé wirkt ja dann auch so etwas, ja, wie schmutzig, ja, schmutziges Rosa. Also man sollte dann natürlich auch schon darauf achten, dass man das alles so ein bisschen aufeinander abgestimmt ist. Ja, jetzt habe ich hier noch eine Schleife gebunden, die ich an die Ecke geklebt habe, habe noch eins, zwei Schmuckornamente von auf diese Vorderseite der Box geklebt. Und ja, ist die Box eigentlich so gut wie fertig? Ich sage so gut wie fertig. Eigentlich war sie in dem Moment auch schon fertig, aber dann habe ich mich nachher doch noch für einen weiteren Schritt entschieden. Man ist ja nie zufrieden. Ja, im unteren Bereich habe ich so ein Schmuckornament von La Blanche aufgeklebt. Ja, und zwar verwende ich jetzt hier noch diese Wachspaste in Roségold von Pentart und da gehe ich jetzt auch noch mal stellenweise über die Ornamente drüber, weil das natürlich farblich auch sehr gut passt und dieses Wachs verleiht dann noch mal diesen Ornamenten einen extra Glanz. Aber das dann wirklich nur auf die Ornamente auftragen, nirgendwo anders. Ja, da sieht man schon, das hält das Ganze dann noch mal etwas auf und es sind dann halt verschiedene Schattierungen. Dann haben wir einmal dieses Umbra von dem Pigmentfix und jetzt halt hier drüber auch noch mal diese roséfarbene oder altrosafarbene Wachspaste und die trage ich jetzt auch noch ganz dünn auf die Ornamente am Deckel auf, dass das dann auch zueinander passt. Ja, und jetzt ist das fertig. Jetzt sieht man das. Da habe ich oben noch so einen kleinen Brett aufgeklebt oder reingesteckt. Und im unteren Bereich, wo ich dieses Label geklebt habe, habe ich dann noch ein Schmuckornament draufgesetzt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr bastelt es vielleicht nach. Und ich würde mich freuen über einen Kommentar.